Hallo liebe Gitarristen, willkommen zum Tutorial, wie kann ich schnelle Tonleiter auf klassische Gitarre spielen mit mir, Svetoslav Kostov. Das ist ein Thema, was glaube ich so heiß nur bei uns Gitarristen ist. Und ich habe mich auch manchmal gefragt, wieso eigentlich? Kein Geigenstudent oder Geigenspieler oder Klavierstudent und Klavierspieler hat wirklich das Thema Tonleiter so wirklich auf dem Schirm als Problem und als Thema als wir Gitarristen. Und es ist tatsächlich die Sache, immer wenn in einem Stück so eine schöne Arpeggio-Stelle kommt oder etwas mit Bindungen, schaffen wir Gitarristen meistens den Fall sehr gut. Und immer wenn Tonleiterstellen sind, meisten von uns versagen und diejenigen, die es schaffen, gelten als besonders begabt. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Sind immer diejenigen, die weniger begabt sind, auch diejenigen, die sich dafür entscheiden, Gitarre zu spielen? Oder gibt es da ein Problem, was wir noch nicht wirklich gelöst haben? Und das ist, was ich in diesem Tutorial mitteilen möchte. Thema Tonleiter ist bei uns ja seit Ewigkeiten Merkmal. Derjenige, der richtig gut und begabt ist, kann gute Tonleiter spielen. Und leider sind die meisten von uns nicht so begabt und deswegen, die müssen sich damit abfinden, dass sie das eben nicht können. Und als Tradition hat es sich bei uns erwiesen, wenn man schnelle Tonleiter spielen möchte, muss man mit IM angelegter Anschlag richtig gut üben, Haltung, Position des Handgelenks beachten, Länge der Nägel, Form der Nägel, Anschlagsposition, dass alles richtig genau stimmt. Und trotz aller dieser Feinheiten, die meisten von uns schaffen das nicht. Also es gibt natürlich die Glückseligen, die das können und die, genau wie der große spanische Gitarrist Pepe Romero, das auch tatsächlich einwandfrei können. Aber bei den meisten von uns, zu denen ich auch gehöre, klappt das nicht. Wenn ich das, was wir machen, mit einem Klavierspiel vergleiche, würde es bedeuten, wenn eine lange Tonleiterstelle aufs Klavier kommt, dann muss der Klavierspieler alles mit den zwei Fingern hin und her machen. Und das wäre natürlich ein Absurd. Also er benutzt mindestens drei Finger. Also meine Theorie für Tonleiterspiel ist, wir müssen immer den schnellsten und den stärksten Finger benutzen, den Daumen. Also wir müssen den Daumen benutzen, den Zeigefinger, den Mittelfinger und den Ringfinger für Tonleiterspiel, nicht nur zwei Finger. Eigentlich genau wie wir Arpeggio mit mehreren Fingern spielen und das in gutem Tempo klappt, genau das gleiche können wir auch für Tonleiterstellen einsetzen und zwar problemlos. Und jetzt gebe ich ein Beispiel. Immer wenn ich drei Töne pro Seite habe, nehme ich die Finger P, M, E. Das ist der Ausgangsfingersatz, den wir heute zusammen üben möchten. Wir nehmen normale Töne ohne Kreuze und Bass in der ersten Lage, quasi C-Dur Tonleiter, vom hohen G, sagen wir, bis zum tiefen E. Und wir nehmen den folgenden Fingersatz. P, M, I, P, M, I. Nun kommen zwei Töne pro Seite, dann nehmen wir nur P, M und dann wieder P, M, I, B, M, I, B, M, I. Mit einer Ausnahme auf der dritten Seite spielen wir überall B, M, I. Und das ist die Grundlage. Im Prinzip, immer wenn ich drei Töne pro Seite habe, nehme ich eben drei Finger. Wenn ich zwei Töne habe, nehme ich zwei Finger. Wenn ich vier Töne habe, nehme ich vier Finger. Also, für drei Töne nehmen wir B, M, I. Wenn es aufwärts sein soll, dann beginnen wir auf dem Mittelfinger, M, I, P. M, P und dann wechseln. Also wenn zwei Töne pro Seite, dann nur Daumen und Mittelfinger. Wenn drei Töne, Daumen, Mittelfinger, Zeigefinger. Wenn vier Töne, dann machen wir den Tremolofinger, das Daumen, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger. Wenn wir hier aufwärts das Beispiel nehmen, und das funktioniert wunderbar. Nehmen wir ein anderes Beispiel, zum Beispiel die D-Dur-Tonleiter. In der zweiten Lage erstmal ohne Lagewechsel das gleiche nochmal ausprobieren. Wir nehmen drei Töne, dann zwei, dann wieder drei und dann kommen vier Töne, damit wir bis zum A kommen. Und dann nehmen wir
A-M-I-P. Und rückwärts das gleiche. P A M I P M I P M P M I. Und das ist die Philosophie des ganzen Tonleiterspiels. Und damit kann man mit wenig Mühe Tirando angemessen für das Repertoire der klassischen Musik, für die klassische Gitarre, wenn man Giuliani oder Barockmusik spielt, Tirando mit wenig Anstrengung schnelle Tonleiter problemlos spielen. Das muss man nur ein bisschen üben für die Koordination der beiden Hände und dann funktioniert es sehr gut. Und anhand dieser zwei Beispiele, die wir gemacht haben, haben wir auch eine Grundlage für alle möglichen Tonleiterstellen, die vorkommen können. Denn wir haben nichts anderes außer Tonleiterstellen mit 3 Tönen pro Seite, 2 Tönen pro Seite und 4 Tönen pro Seite. Mehr gibt es nicht. Wenn wir 1 Ton pro Seite haben, dann haben wir ja Arpeggio. Und sonst haben wir Thema Lagewechsel, was in dem nächsten Video vorkommen wird. Das ist erstmal Video 1, wo wir erstmal nur die Tonleitern in einer Lage üben wollen. Und mit diesem Fingersatz können Sie praktisch absolut jede Tonleiterstelle lösen und problemlos in schnellem Tempo spielen und auch auf der Bühne ohne Angst, ob da Geschwindigkeit diesmal klappen wird, ob die Finger warm sind, ob man gut eingespielt ist, hat nichts damit zu tun. Im Prinzip ist es nur eine Frage des Fingersatzes.